Warte mal, wir müssen ganz kurz gucken. Chat schreibt, Chat rastet komplett aus. Wir sollen irgendwas mit Kay Sinnott checken. Was macht der Mann? Bruder, what the fuck, Digga? Er steht da irgendwie mit einem Rocket Launcher in seinem Stream. Wollen wir zusammen gucken? Ich sag, er traut sich eh nicht. Ja, können wir? Also ist es Clip oder was? Bruder, das ist nicht Huru, den du Gas leiten kannst. Ja, ist ein Clip. Niemals traust du dich. Bro, Digga, Lil Bro versucht Kay Sinnott zu gasleiten. Ich sag, niemals sagen. Traut er sich. Der bricht safe vorher ab. Ich sag, Patrin hätte gemacht. Digga, what, Patrin? Ready? What, Patrin? Okay, ja. Ready? Ja. 3, 2, 1, los. Watch out! Don't put your fucking face to it. Bro, what the fuck? What the fuck? Oh mein Gott. Bro, was? Lass mal auf den Stream gehen kurz. Digga. Was haben die gemacht? 4. Juli gefeiert. Was ist 4. Juli? Freedom Day oder so? Ja, genau. Aber was feiern die da? Also ich weiß, was die da feiern, aber ich meine, was ist so der, wie zelebrieren die das, meine ich? Feuerwerk hätte ich gedacht, vielleicht. Zünden die da Feuer? Ja, die Unabhängigkeit, danke Jungs. Oh mein Gott, no way. Beim Freedom Day, die Unabhängigkeit, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich meine, wie das zelebriert wird. Feuerwerk und Barbecue, okay. Mit Waffen und RPG. Bro, what the fuck? Bro, was ist jetzt so krass, wenn du jetzt den Stream aufhast, ne? Dieser leichte Nebel da drinnen noch. Ja. Du merkst, irgendwas ist da nicht ganz koscher gewesen. Irgendwie dieser Nebel, dieser Schleier da. Ey, ich finde aber genau diesen Style, den Kay Sinnott in seinen Streams macht, finde ich übelst dope. So, ja. So, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Vlog oder so, you know? Ich will davon nach Seven vs. Wild, wir wollten es eigentlich jetzt während so Seven vs. Wild Zeitraum machen, aber jetzt kam halt das ist halt jetzt halb Prio, deswegen haben wir alles geschoben. Aber wir haben so ein, zwei Ideen, die so, im Grunde einzelne IRL-Streams, die ein bisschen cooler geplant sind. Und okay. Ich finde sowas so dope. Ich glaube, das ist so Big Content. Guck mal, ich würde dir sogar sagen, für mich ist das hier mehr so Trash-Content. Für mich ist das auch so ein bisschen so, Bruder, es ist jetzt nicht anspruchsvoll, wenn jemand mit RPG rumschießt, so. Ja. Aber weißt du, es fühlt sich so geil an, einfach so live dabei zuzugucken, so. So, das liebe ich. Also ich finde das auch geil. Ja, aber das würde ich auf, das ist anderes Entertainment. Das eine ist halt, das ist einfach nur coole Leute machen, also weißt du, man... Das ist so, man denkt sich so, oh mein Gott, das würde ich auch voll gerne mal machen. Das satisfied so das gerade, was wir gesehen haben, you know? Da denkt man auch so, oh mein Gott, ich würde auch voll gerne mal... Okay, gut, I don't know, ob man das nicht denkt, aber... Temptation Island würdest du ja auch nicht nein sagen. Ja, okay, true. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Das eine ist ja, wie gesagt, eher so, die stellen sich bloß und so. Und da ist ja eher so, ja, du bist auf einer Wellenlänge. Oh, die Amis haben so einen Schaden, Alter. Bro, sein ganzer Teppich ist doch gefickt. Bro, what the fuck? Das ist einfach Hugo, aber er ist in Amerika aufgewachsen und hat einfach noch mehr Geld. Das ist Freiheit. Oh my God. Oder das ist einfach nur stupid. Yo! What the fuck? What the fuck? Das mit Kay Sinnott ist nicht wegen 4.7. Die wohnen ja als AMP sowie Sidemen in einem Haus. Und Kaya streitet mit Davies. Nun haben sie den Krieg, wo sie sich mit Feuerwerk abballern. Bro, Amerika is fucking different. What the fuck? Sieht aus wie ein Average Monte Insta-Gewinnspiel. Stark. Du musst nur 25 Leuten folgen. Abfahrt.